Und da sind wir wieder und weiter geht's. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, Kameras. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen oh. Spät für einen Ausflug, hä? Cole will nur, also wir wollten nur raus, die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist, wenn du rausgehst mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und ich was Besseres als das mit den Sternen ist mir jetzt auch nicht eingefallen. Okay. Geht weiter. Ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Ich schätze, ihm ist heute nicht so sehr nach Reden. Ich glaube, seine Oma ist tot. Oder so. Er ist ich wollte eigentlich Dreieck drücken, sorry. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Schwein gehabt. Jetzt geht's schon. Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Das überlebt. Ich glaube nicht, dass Aiden einen Führerschein hat. Offenbar doch. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Vielleicht im Koffer rumsteigen sollen? Hey Cole, Kumpel. Hast du frei? Jody? Ach, verdammt. Sicherheitszentrale. Die
Zentrale, los! Das ist wahrscheinlich auch eine alternative Möglichkeit. Ich hätte mich jetzt vermutlich in den Kofferraum legen sollen. Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Wo kann ich denn hier in den Wald? Tolle Bar zum Ausgehen. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Da muss man ja aufpassen, dass man hier vergewaltigt wird. Wir warten. Das ist das Spiel beeinflusst, wo ich mich hinsetze? Wie alt sind Sie? 21. Ich will nur eine Nummer. Ganz Pädophilen kommen direkt schon und gucken. Eigentlich würde ich die Limonade trinken, aber okay. Ich will nicht aufstehen, ich will die Limonade trinken. Sollte noch darauf kommen, dass man nach links drücken muss. Sicher. Tun wir mal auf jung, naiv und dumm. Ladies first. Nicht schlecht. Was machst du hier ganz allein? Nichts Besonderes. Nur normaler Samstagabend für mich. Und meine Clique. Come on.
Willst du mich abziehen, Kleiner? Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? 21. Wow, gar nicht mal übel. Wissen deine Eltern Bescheid? Ja. Klar, die haben mich hergebracht. Und sie kommen dann. Sie müssten bald wieder hier sein und mich abholen. Hey! Pfoten weg! Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Jody! Mein Gott, was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? Ich wollte nur ausgehen und ein einziges Mal wie die anderen sein. Ich weiß. Das ist okay. Das ist okay. Sie aber wirklich mal die falsche Spelunke ausgesucht, würde ich sagen. Schon ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich dir diese Geschichte. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... So viel machen, glauben, was ihre gesamte Geschichte beeinflusst. Professor Dawkins.
Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Das klingt so geheuchelt und gelogen, ne? Dass nicht mal eine Achtjährige drauf reinfallen kann. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Deine Mutter ist es allerdings was anderes. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Das reicht. Los, komm. Ob ich das Ende ihrer Persönlichkeit damit beeinflusse. Entscheidung. Krankenhausaufenthalt sein. Ich bin total erledigt und durstig. Beziehungsweise nein, nach dem Polizisten. Ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Aber ich werde jetzt hier mal einen Cut machen und wir machen dann im nächsten Part weiter.